Ist das schon Realität. Also es ist selber manchmal super crazy, wenn ich mir dessen immer wieder bewusst werde, was für ein schönes und außergewöhnliches Leben ich vielleicht auch schon führen darf. Aber hi, ich bin Finn. Hi, ich bin Finn. Jetzt Oh ist Finale. Mann, ich habe schon so viel erzählt und das ist jetzt alles weg gewesen. Aber jetzt kommt's nochmal. Herzlich willkommen bei Wirke wie du willst, dem Podcast und dem YouTube-Video. Ich habe einen Gast gefunden. Nein, er ist mir am Strand begegnet in Griechenland. Das ist ein guter Opener, ne? Und ich möchte ihn euch unbedingt vorstellen. Finn Seefeld ist ein junger Mann, den ich während eines Seminarkontextes kennengelernt habe. Da waren sechs Trainer auf Evolution Island von Dennis Scharnweber, Markus Hoffmann, Tobi Beck, Mario Lüdemann, Patrick Heitzmann und ich dann mit dem Thema Körpersprache. Und Finn war auch dabei unter den Teilnehmern eine Woche lang auf Kreta. Und was mich so fasziniert hat, ist, als Trainer hast du ja immer so eine kleine Blase um dich rum und dann mancher spricht dich an, mancher nicht, manche trauen sich nicht, kann ich jetzt? Und Finn hat sich einfach zu mir am Strand auf die Liege gesetzt, also nicht auf meine Liege, sondern auf die Liege daneben und hat gesagt, so, jetzt unterhalte ich mich mal mit dir. Und dann haben wir ein so intensives, tolles Gespräch geführt und ich habe gesagt, den muss ich in meinem Podcast haben. Das ist ja unfassbar, was du mit deinen pupsigen, Entschuldigung, Finn, dass ich das sage, 23 Jahren schon erreicht hast. Das ist unfassbar. Herzlich willkommen in meinem Podcast und heute geht es um Erfolg und das Thema heißt so jung und schon so erfolgreich, wie du das mit deiner Wirkung geschafft hast, mit der Kommunikation, was du dazu brauchtest, das wirst du uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Finn Seefeld. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich würde mich direkt ganz kurz vorstellen. Ja, Wie hau man gerade rein. schon gesagt hat, ich bin 23 Jahre jung, wohne in Hamburg aktuell, komme aber ursprünglich aus dem ganz, ganz hohen Norden von Deutschland, aus Flensburg. Bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe schon sehr, sehr früh für mich gemerkt, dass der klassische Weg nichts für mich ist. Ich konnte mir nie vorstellen, immer nach anderen Vorstellungen, nach anderen Umständen mein Leben zu führen, sondern wollte ein selbstständiges, freies und unabhängiges Leben führen. Revoluzer. Genau, ganz klassisch. Und Was hatten die Mama dazu gesagt? die haben mich tatsächlich schon echt immer bei allem unterstützt. Also da bin Ach ich cool. super, super dankbar für, dass meine Eltern, denen war es immer wichtig, dass ich halt glücklich bin. Also die haben nicht viel Wert darauf gelegt, da jetzt irgendwas Bestimmtes zu machen oder einen bestimmten Abschluss zu haben, sondern denen war es halt wichtig, hey, mach was, was dich glücklich macht, und dann sind wir auch happy. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, das ist auch ein sehr hohes Privileg, was ich da hatte. Ja. Genau, ich habe dann nach der Schule erstmal als Sportanimateur gearbeitet in der Hotelbranche im Robinson Club, also bei der Konkurrenz Oh, von du warst Aldiana. Animateur. Und habe da natürlich auch schon sehr, sehr viel für mich und erstmal über mich gelernt, aber auch über Kommunikation. Ich stand da dann das erste Mal auf der Bühne, habe da als Schauspieler dann die Abendshows für die Gäste mitgemacht und durfte da auch sehr, sehr häufig schon aus meiner Komfortzone raus, weil so wie ich heute bin, das war ich vor 4, 5 Jahren, ich war ein ganz anderer Mensch. Ich war sehr, sehr Echt? introvertiert. Ja, ich konnte nicht wirklich auf fremde Menschen zugehen. Also ich habe eine sehr, sehr starke Entwicklung gemacht über die 4 Jahre. Und da werde ich aber später dann vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, ein Sehr bisschen gerne. genauer. Genau, und ich habe dann mit 19 angefangen, mich selbstständig zu machen, habe das nebenberuflich dann erstmal aufgebaut im Vertrieb 2 Jahre lang und habe da so, ja, meine Chance gesehen, mir was Eigenes aufzubauen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert Da nach muss zwei ich dich Jahren. ganz kurz unterbrechen, damit wir auch jeden abholen, weil die wissen ja nicht, was du machst. Wenn du Yes. sagst im Vertrieb, kommst du dazu noch oder nimmst du uns gleich alle mit ins Boot? Ich nehme euch gleich alle nochmal Ja, komm. mit. Und ja, habe mir das dann 2 Jahre lang auch nebenberuflich aufgebaut. Nach 2 Jahren war ich an dem Punkt, dass ich das Ganze hauptberuflich machen konnte. Und mittlerweile darf ich wirklich, ja, jeden Tag frei entscheiden, wann ich aufstehe, wann ich arbeite, selbst gestalten und bin einfach super, super dankbar, jetzt schon mit 23 so ein Leben zu führen, wo ich eigentlich immer nur von geträumt hatte, was vor 4 Jahren noch eigentlich nur in meinem Kopf existierte und ich noch gar nicht wusste, wie ich da hinkomme. Und 4 Jahre später ist das schon Realität. Also es ist selber manchmal super crazy, wenn ich mir dessen immer wieder bewusst werde, was für ein schönes und außergewöhnliches Leben ich vielleicht auch schon führen darf. Aber wo willst du denn noch hin, wenn du jetzt schon da bist, wo du noch gar nicht gewusst hättest, dass du da hinkommen würdest? Yes, So, das ist eine wo sehr, soll sehr es denn gute noch Frage. enden mit dir, meine Güte? Also ich habe natürlich, also mein Warum hat sich über die Zeit verändert. Als ich hier damals gestartet bin, also ich bin im Network Marketing tätig, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Und ich bin Erklär hier es mal damals kurz. gestartet. Wie bitte?
Erklär es mal ganz, ganz kurz, so in Yes, also ich zwei bin im Sätzen. Direktvertrieb, das heißt, ich bin Franchise-Nehmer eines Unternehmens, einer Firma. Ich vermarkte die Produkte und habe halt auch die Möglichkeit, mir eine Vertriebsstruktur aufzubauen und damit anderen Menschen zu helfen, auch ihre finanziellen Ziele zu erreichen, die Leute zu unterstützen, sich ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen. Und als ich hier gestartet bin, war erstmal natürlich das Ziel, mich selbst zu versorgen, also meine eigenen Ziele zu erreichen, hier eigenes Geld zu verdienen. Aber das hat sich über die Zeit mittlerweile verändert und ich habe für mich so ein bisschen herausgefunden, dass meine Mission, meine Lebensmission, deshalb freue ich mich auch mega, hier im Podcast zu sein, aber habe auch mit diesem Geschäftsmodell einfach ein super schönes Werkzeug gefunden, das halt zu verwirklichen, einfach jungen Menschen und vor allem jungen Menschen einfach zu helfen und zu zeigen, was alles in ihnen steckt, ihnen zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen und einfach ein Leben zu führen, was nach ihren Vorstellungen ist, weil ich kenne so viele Menschen, die würden gerne das machen, die würden gerne das machen, aber Mama sagt, mach das oder die haben dann nicht den Mut dazu, die glauben nicht an sich. Und das ist so meine persönliche Mission mittlerweile, einfach noch so vielen Menschen wie möglich draußen eine Chance zu geben, ein freieres, selbstbestimmteres und erfüllteres Leben führen zu können. Oh, das klingt aber ganz schön gesettelt schon. Ich habe dich ja, ich verfolge dich ja auf Instagram und in deinem Social Media Leben verfolge ich dich ja. Das weißt du, weil ich like ja auch alles von dir. Und das ist schon faszinierend. Ihr müsst ihr mal folgen, wie viel ihr macht, wie viele Veranstaltungen ihr, wie dieser Teamcharakter da ist, wie viele Veranstaltungen ihr macht und überall sind nur junge Leute und das ist eine wunderbare Energie zu spüren, auf den Fotos alleine schon. Hey, in dem Team, ne, das ist also Hut ab, dass du sowas auf die Beine stellst und so eine Energie auch da am Laufen halten kannst. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Wie bist du denn da hingekommen? Was glaubst du denn, was wichtig ist, um so einen Erfolg zu haben? Das Erste auf jeden Fall an sich selbst zu glauben. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung von allen, weil die Story, die wir uns selbst erzählen, damit gestalten wir am Ende des Tages unsere eigene Realität. Und vielleicht kennst du den Spruch, der sagt, er kann es und der sagt, er kann es nicht. Beide haben am Ende des Tages recht. Weil wenn du nicht an dich glaubst, dann wirst du auch nie dein volles Potenzial ausschöpfen. Wenn du dein volles Potenzial nicht ausschöpfst, wirst du auch niemals voll in die Aktion gehen. Und wenn du dann nicht voll in die Aktion gehst, wirst du auch nicht die Ergebnisse bekommen, die du haben möchtest. Und dann ist es eher eine Negativspirale, dass du dann wieder in deinem Glauben bestätigt wirst, dass es nicht funktioniert. Oder du glaubst an dich, schöpfst dein Potenzial aus, gibst 100%, hast positive Ergebnisse und das bestärkt dich wieder in dem Glauben darin, dass du es kannst. Und so baust du das im Endeffekt auf. Und das ist dementsprechend meiner Meinung nach so die Basis, einfach an sich zu glauben, weil es bringt nichts, wenn deine Mama an dich glaubt, es bringt nichts, wenn dein bester Freund an dich glaubt, es kann die ganze Welt an dich glauben. Wenn du nicht an dich glaubst, dann wirst du dein Potenzial einfach nicht voll ausschöpfen. Also das ist meiner Meinung nach so Punkt 1. Okay, ganz konkret, was heißt an dich glauben? Was wäre so das, wir Schauspieler arbeiten sehr viel mit Subtext. Subtext ist das, was viele als Mantra oder sowas bezeichnen würden oder als Glaubenssatz, der immer mitschwebt. Subtext ist das, was man sich innerlich sagt. Wenn zum Beispiel jemand auf mich zukommt und der haut mir eine Verbalattacke um die Ohren, dann sage ich zu mir selber, spreche ich in meinem Kopf, ach du Arme. Und dann zeigt sich das nach außen. So, also was ist jetzt konkret? Ich glaube an mich. Soll ich dann sagen, ich glaube an mich? Oder was schlägst du vor? Für mich ist an sich Glauben, diese Gewissheit zu haben, dass wenn man sich was vornimmt, so lange dran bleibt, bis man es auch erreicht hat. Ja, der Terrier, der sich in die Wade beißt und erst durch Genau. Kieferbruch wieder gelöst wird. Ja, und so habe ich dich kennengelernt. Das fand ich mega, weil da sind wir siamesische Zwillinge bei der Geburt getrennt. Diese 2, 3 Jahre Altersunterschied. Naja. Sieht man gar Ja, nicht. das ist gut, dieses Terrierbild ist gut. Festbeißen und auch dranbleiben, ne? Ja. Cool. Was noch? Punkt Nummer 2 ist für mich, lernbereit zu sein. Also das ist super wichtig und egal in welchem Punkt du gerade in deinem Leben bist, du solltest immer lernbereit sein. Erstmal kannst du von jeder Person was lernen, aber wenn du wo ins nächste Level kommen möchtest, dann musst du auch ins nächste Level kommen in allen Lebensbereichen. Du brauchst bessere Gedanken, du brauchst bessere Aktionen, du brauchst bessere Systeme. Und das, was du in der Vergangenheit getan, gesagt, gedacht hast, das hat dich dahin gebracht, wo du heute bist. Das heißt, wenn du weiterkommen möchtest, dann musst du wieder schauen, wo sind Menschen, die dort sind, wo ich hin möchte, dich an den Menschen zu orientieren, von den Menschen zu lernen. Das ist auch der Grund, weshalb ich beispielsweise bereit bin, 4.000 Euro zu investieren, um auch eine Woche nach Kreta zu fliegen, weil ich weiß, dort sind Menschen, die dort sind, wo ich hin möchte, von denen kann ich lernen. Und das ist ein Investment, wo ich weiß, das rentiert sich früher oder später wahrscheinlich 10-fach oder vielleicht sogar 100-fach. Und da komme ich auch direkt schon zu Punkt 3, das richtige Umfeld.
Das richtige Umfeld ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Wahrscheinlich hast du den Spruch schon mal gehört, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das kann ich nur unterschreiben, weil der eine oder andere zweifelt es an und sagt, ja gut, aber ich mag den doch so gerne und ich möchte da den nicht los und ich möchte ihm nicht vor den Kopf treten und dies und das. Loslassen. Ja. Ich bin 48 Jahre, mit 40 Jahren habe ich angefangen, Leute in meinem Umfeld rauszukicken. Nicht bösartig, aber dann doch mich zurückzuziehen und mir ist es immer besser gegangen. Je mehr ich diese Energiesauger aus meinem Umfeld rausgeleitet habe, desto besser ging es mir. Das ist so ein wichtiger Satz, ja. Die 5 Leute aus deinem Umfeld. Wie auch immer man ihn interpretiert. Für mich ist es eher das, schau mal, was dir gut tut. Wenn dir was nicht gut tut, schau, ob du es ändern kannst. Ja, definitiv. Also das kann man eigentlich auch nicht nur auf das Umfeld beziehen, sondern auch auf Gewohnheiten oder alles Mögliche. Wir haben auch um Gewohnheiten, die geben uns Energie, die rauben uns Energie und da auch mal zu reflektieren, was tue ich jeden Tag, was mir Energie gibt, was mich darin... Ich liebe Bacon, Finn. Bacon, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag eine Schokoladen-Bacon-Torte. Das hört sich geil an. Ich finde es zwar vegan, aber es hört sich trotzdem geil an. Ich schwöre, das tut mir so gut, wenn ich Bacon esse. Ich liebe dieses Knirpseln und Knorpseln. Der muss richtig kross sein. Und das gibt mir wieder Lebensqualität. Das bilde ich mir zumindest ein. So, schummeln kann man nämlich auch. Das stimmt. Das ist ja auch nur wieder die Story, die du dir selbst erzählst. Meine Bacon-Story, ja. Ja. Nee, aber auch, also das gehört ja auch dazu, einen Ausgleich zu schaffen. Ja, also du kannst nicht immer nur 100% geben, du kannst nicht immer nur 100% diszipliniert sein, dann verlierst du irgendwann den Spaß. Und für mich ist, um diese Leichtigkeit zu behalten, um auch langfristig diszipliniert dabei zu bleiben, um ja, das Feuer nicht zu verlieren, braucht man auch mal einen Ausgleich, da braucht man auch mal was, was man sich gönnt, eine Belohnung. Was ich beispielsweise super gerne mache, bei uns ist es immer so, wir arbeiten immer in Monatszyklen. Das heißt, Ende des Monats, wenn dann alle noch irgendwelche Umsätze reinkriegen müssen, da ist immer wirklich 3, 4, 5, 6 Tage richtig Vollgas. Und die ersten 2 Tage des Monats, da mache ich erstmal gar nichts. Also da beantworte ich vielleicht mal ein paar Nachrichten. Da fahre ich zu meinen Eltern nach Hause, die wohnen in einem Haus am See. Da werde ich dann erstmal richtig schön runterkommen, mir wieder ein bisschen meine Energiereserven tanken, weil natürlich kostet sowas auch Energie. Und da muss man halt auch schauen, dass man ja immer wieder Sachen implementiert oder auch mal tut für sich. Das finde ich das Schwierigste, weil wenn es läuft, dann läuft. Und jetzt auch in meinem Job, die wollen dann nun mal das Training an dem Tag machen. Und dann ist es dann das 4. Training an dem Tag, was ich im Moment online gebe. Und dann, ich finde das schwierig zu sagen, nee, stopp, weil das würde ja für mich bedeuten, ich kann das Training oder den Vortrag oder das Coaching nicht machen. Ich finde das eins der schwierigsten. Dieses Menschen raus aus dem Umfeld oder Dinge loslassen, die einem nicht gut tun, finde ich schwierig, aber das finde ich noch schwieriger, dann Nein zu sagen zu Termindruck, der von außen kommt. Das ist schon Hochachtung, dass du das schaffst. Ich habe, also falls es euch interessiert, ich habe für mich jetzt gesagt, ich möchte ab 10 Uhr die ersten Termine machen, die ersten festen Termine. Und vorher schaue ich, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Weißt du, was das Schlimme ist? Mir macht es Spaß, dann meine LinkedIn zu beantworten. Mir macht es Spaß, meine Xing-Nachrichten zu beantworten. Mir macht es Spaß, zu recherchieren, mir ein Video anzuschauen. Das mache ich bis 10 Uhr. Ja. Und mir macht es mittlerweile Spaß, länger als 5 Minuten im Bad zu bleiben und nicht nur duschen, Haare waschen, schnell schminken und vor die Kamera, sondern ich genieße das. Ja. Das sind so meine kleinen Oasen, die ich mir jetzt gebaut habe. Das reicht ja auch schon manchmal komplett. Man muss sich ja nicht mal immer sogar ganze Tage rausnehmen, sondern manchmal reicht es auch so eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag, wo man einfach mal was für sich tut. Und laufen gehen, frische Luft. Ja, Sport, Bewegung, das ist sowieso wichtig. Cool. Ey, du bist 23, ne? Das ist unglaublich, was du schon für Weisheiten hier raushaust. So, dann weiter. Nächste Weisheit, bitte. Ja, letzter Punkt für mich ist einfach das Thema richtige Entscheidungen zu treffen. Weil am Ende des Tages verzichtest du so oder so. Beziehen wir das Ganze mal aufs Thema Ernährung und Gesundheit. Wenn du heute Ja zur Schokolade sagst, dann sagst du, verzichtest du dafür langfristig auf deine Gesundheit. Wenn du heute auf die Schokolade verzichtest, verzichtest du auch auf etwas, aber dafür hast du langfristig deine Gesundheit. Und das kann man eigentlich auch wieder auf alle Lebensbereiche beziehen. Ist wenn du heute Schokolade? Doch, natürlich. Auf jeden Fall. Magst ich habe immer einen Cheat Day pro Woche. Ach nee, du bist Vegetarier, ne?
Ich bin Veganer sogar, ja. Veganer. Also du rauchst nicht, du trinkst. Warte mal, doch, du Doch, trinkst. auf Kreta habe ich auf Ich jeden habe Fall dich gesehen, wie getrunken. du getrunken hast. Ja, doch. Genau. Du Gewohnheit tanzt, du ist ja das feierst. Problem und nicht. Also ich bin da sehr bewusst mittlerweile. Ich trinke gerne, ich habe auch an Silvester getrunken und ich entscheide mich dann auch bewusst dafür. Für mich ist halt immer die Gewohnheit das Problem. Wenn man jeden Tag halt eine halbe Tafel Schokolade isst, dann ist es irgendwann ein Problem. Wenn du aber dich einmal die Woche bewusst dazu entscheidest, heute mal einen Cheat Day einzulegen, so mache ich das beispielsweise immer. Ja. Ich ernähre mich 6 Tage gesund und einen Tag, da sage ich dann, hey, heute gönne ich mir einfach mal was auf Belohnung, sind wir wieder bei dem Ausgleich schaffen. Genau. Ja. Was war jetzt der letzte Punkt? Richtige Richtige Entscheidung Entscheidung zu zu treffen. treffen. Ah, Genau, weil du ja, genau. verzichtest am Ende des Tages so oder so. Entweder auf Woher deinen willst du denn Erfolg, wissen, was die richtige Entscheidung ist? indem du abcheckst, bringt diese Entscheidung mich gerade an mein langfristiges Ziel. Ich habe ein sehr, sehr schönes Zitat an meiner Wand hängen Ja, als Plakat. ja. Da steht drauf, Disziplin ist die Entscheidung zwischen dem, was du jetzt willst und dem, was du wirklich willst. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil. Moment, nein, halt, stopp. Halt, stopp. Hier, jetzt rede ich. Nee, wie heißt das? Halt, stopp. Halt, stopp, jetzt rede ich, doch. Jetzt rede ich, ja, genau. Halt, stopp, jetzt rede ich. Halt, stopp. Nein, ich bin situationsadaptiver Hedonist und ich liebe es. In dem Moment, wo es mir gefällt, mich reinfallen zu lassen, mache ich das. So schreibe ich auch meine Bücher. Ich habe 11 Bücher geschrieben und das heißt dann hinsetzen und reinfallen lassen. Und wenn Ja. ich ein Konzept für ein Seminar erarbeite, Hinsetzen. hinsetzen, reinfallen lassen und das lieben und aufsaugen mit jeder Phase meines Körpers, was ich gerade mache. Das nenne ich situationsadaptiv hedonistisch zu sein. Ja. Hey, ich wollte noch was sagen. Sprich mal noch mal, sag mal was, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Nee, die richtigen Entscheidungen, weil du musst am Ende des Tages, wenn du der Beste sein möchtest, dann musst du nicht 100% besser Ah, sein. jetzt weiß ich es wieder. Danke. Krass. Erinnere mich gleich an Domino-Effekt. Ja, erinnere mich dran. Wisst ihr übrigens, woran das liegt, dass man die Sachen vergisst, die man gerade noch in der Küche und dann geht man raus und weil man irgendwas holen will und dann bist du im nächsten Raum und dir fällt nicht mehr ein, was du holen wolltest. Kennst du das? Ja. Weißt du, dass es dafür einen Begriff gibt in der Nee. Psychologie, der Türschwelleneffekt? Aber wenn du aus dem Raum rausgehst, weil du es mit dem Ja, Raum verbunden hast. genau, das wurde getestet und es ist wohl tatsächlich irgendwie so was rausgekommen, dass sobald du die Türschwelle übertrittst, weißt du nicht mehr, an was du gedacht hast. Und das hilft ja nur, dann wieder zurückzugehen und die ganzen Informationen um dich herum, die erinnern dich dann schon wieder. Das wollte ich ja. Ja. Witzig, ne? Domino-Effekt, das, was du gesagt hast, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich habe da mein Domino-Bild für mich. Das heißt, ich baue mir, je nachdem, welches Ziel ich habe, hinten ist die Glocke. Und das muss am Schluss bimmeln. Und da stelle ich mir Dominosteine auf. Erst muss ich das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Und jedes Mal, wenn ich den Dominostein aufbaue in diese Richtung, ich weiß ja, ich sehe es ja, ich sehe ja, wo meine Glocke ist. Und dann habe ich einen Dominostein, den stelle ich hin und dann überprüfe ich, geht der in die richtige Richtung oder geht der gerade ein bisschen zu weit rechts? Weil rechts würde ich das Ziel nicht erreichen. Und dann drücke ich ihn rein, suche mir einen Dominostein, der in die richtige Richtung geht. Von einer Aktivität, irgendwas, was ich machen muss, jemanden, den ich anrufen muss oder was ich produzieren muss. Und so baue ich mir meinen Dominostein. Und dieses Überprüfen von Dominosteinen, gehen die in die gerade Richtung oder gehen die rechts oder links ins Nirgendwo? Ja. Das ist nicht mein Ding. Da erreiche ich nichts damit. Ne? Mein Dominostein. Das habe ich zu richtigen Entscheidungen zu treffen, sozusagen. Ja. Ja, cool. Ich habe keine Ahnung, Finn, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt gesprochen haben. Null, keinen blassen, Meistens weil ist es schneller vorbei, als man das denkt. war so, so spannend und ich bin so dankbar, dass ich dich in meinem Podcast hatte jetzt. Bitte schaut mal, ob ihr ihn findet, Sind Seefeld. den Finn Seefeld. Hast du irgendwas noch mitzugeben? Möchtest du, dass die Leute, hast du einen YouTube-Kanal, hast du Instagram, bist du ja und Social Media? Ja. Nenn mal deine, wo kann man dich finden? Diesen. Eigentlich hauptsächlich auf Instagram, Facebook natürlich, einfach Finn Bist du auf Seefeld. LinkedIn Xing? Nee, gar nicht Oh, tatsächlich. das musst du aber machen. Mache ich. Ah ja.
Danke dir, das war echt toll. Vielen, Danke vielen dir. Dank. Schaut ihn euch an, geht mit ihm in Kontakt, fragt ihn, wie ihr das machen könnt, was er macht und wie er so weit gekommen ist, wie er gekommen ist. Vielen, vielen Dank, Finn. Ja? Wenn Vielen euch Dank, das dass ihr gefallen seid. hat, dann gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, Finn. Bis Tschüss, bald. ihr Ciao. Lieben. Ciao.